Jetzt mal ganz, also mal gefragt, was ist so schlimm daran, Kinder zu überfahren? Da müssen wir selber. Ja? Ja. Geil. Das freut mich für dich. Also wacher als sonst zumindest. Ja, dann kannst du dich direkt mal den ersten investigativen Fragen stellen. Ja, die Leute, die reißen sich in den Kommentaren darum zu erfahren. Tino, kann ich eigentlich mal eine Frage stellen? Was genau ist deine Haltung zum Thema Corona-Impfpflicht von Seemond3 vor 17 Stunden? Und mit dieser kontroversen Frage steigen wir ein in den Brennpunkt Internet. Ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Jetzt befindet sich Tino hier mal richtig im Kreuzfeuer der Fragen, Hagel des Todes. Hallo, wir sind Tinko und Rinko. Ja, genau. Impfpflicht, ja, schwieriges Thema. Also ich bin da auch nicht festgelegt. Ich muss sagen, ich fand es eine Zeit lang ziemlich cool, so zu sagen, jetzt müsst ihr euch mal impfen lassen. Einfach um diese... Hitler fand das eine Zeit lang auch ziemlich cool, ja, so, den Leuten einfach Befehle zu erteilen. Also und unter 30 ist es halt cool, und über 30 wird es dann langweilig. Ja. Ich weiß nicht, also ich glaube, jetzt ist es nicht mehr so sinnvoll vielleicht. Ich bin kein Virologe, ich bin kein Experte, ich kann es auch nicht jetzt einordnen und sagen, ich habe damit recht und es stimmt alles, aber ich dächte, eine Impfpflicht macht dann am meisten Sinn oder ist dann sinnvoll, wenn die Zahlen sehr, sehr krass sind und gerade eine richtig krasse Welle irgendwie anrollen ist, weil die Zahlen ja auch gerade wieder steigen. Mhm. Also ich glaube, dass man eine Impfpflicht dann einführen sollte, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, wenn er richtig ist. Wenn es dann wieder irgendwie, wenn die Zahlen nach unten gehen im Sommer und die Inzidenzen eh unten liegen, ist eine Impfpflicht total sinnlos. Aber wenn man merkt, okay, jetzt wird es wieder Herbst oder es rollt eine neue Welle an, jetzt impfen wir alle, dann ist es, glaube ich, am sinnvollsten. Und da würde ich persönlich auch nicht Nein sagen zu einer Impfpflicht. Also ich bin eh geimpft und geboostert und so weiter, bin dreifach gespritzt, dreifach gechippt und mir ist nichts passiert so und ich habe mich auch nicht schlecht gefühlt. Klar, natürlich ist das normale... Empirische Evidenz, hallo? Nur weil dir nichts passiert ist, heißt das nicht, dass den anderen Milliarden Leuten nichts passiert? Doch ich passiert? Weiß, ach, ich weiß, Maul. Aber dennoch, die Corona-Folgen sind halt wesentlich häufiger und das ist ja das Witzige, viele Nebenwirkungen, die schweren Nebenwirkungen von einer Impfung, die eine Impfung haben kann, hat man bei Corona noch wahrscheinlicher. So, das ist halt dieser Widerspruch. Und ich glaube, ich habe lieber, weiß ich nicht, ich lasse mich lieber impfen und bin geschützt und nehme dieses Risiko in Kauf, was sehr gering ist, als irgendwie einen schweren Verlauf in Aussicht zu stellen. Ja, das ist ja deine individuelle Entscheidung, ne, dann. Ja. Also das ist ja deine Haltung so. Noch, mein Freund, noch. Nicht mehr lange. Was ich ja angeführt hatte, ist das Problem einfach, dass es ein Unterschied ist, irgendwie ein Kind zu impfen oder zu einem Erwachsenen hinzugehen und zu sagen, hier, du musst jetzt auch. Ich rede auch nicht von der Impfpflicht für Kinder. Ich rede auch nur von der Impfpflicht erstmal. Ja, eben. Erwachsene. Bei Kindern weiß ich es nicht. Ich sage ja, dass das was anderes ist, weil ein vollmündiger Erwachsener halt was anderes ist als so ein verkacktes Kind, was eh noch nichts drauf hat. Ich kann eben nicht genau sagen. Ich weiß eben, dass auch Schulen richtige Infektionsherde sind. Und ich kenne persönlich Leute, die waren, also die Eltern, die geboostert waren, haben Kontakte vermieden und haben Homeoffice gemacht. Dann kam das Kind mit Corona in die Familie. Hat alle angesteckt, so. Ja. Und deswegen ist es auch nicht einfach zu sagen, ja, Kinder müssten da völlig ausgenommen werden. Man könnte das Weiß Kind nicht. Ja einfach in Quarantäne stecken, indem man eine Zeit lang so eine Plastiktüte über den Kopf macht oder so. Stimmt eigentlich. Ja. Es ist nicht einfach. Also ich sage Impfpflicht vielleicht, wenn ich mir dieses Urteil erlauben darf. Ja, als bei Heronis und mir die Frage aufkam, hieß es bei mir so mit ganz schlechtem Gefühl eher pro, aber naja. So ungefähr. Es ist halt irgendwie nicht so geil. Aber es gibt ist ja auch halt, andere Impfpflichten. Also man wird ja auch an vielen Schulen und Kindergärten nicht aufgenommen, ohne irgendwelche Impfungen zu haben. Also als Kind schon so. Und da hat ja auch keiner geschimpft. Und auch da gab es schon Nebenwirkungen. Oder wenn du dir ein Ibuprofen einwirfst, kann auch jeder Hunderttausendste irgendwie einen schweren Anfall bekommen oder so. Und da sagt auch keiner, ach nee, da muss ich mir abwägen, ob ich jetzt bei Kopfschmerzen. Es gibt ja auch keine Ibuprofenpflicht. Nein, aber einfach mal, um das in Relation zu stellen. Da denkt auch keiner drüber nach, ob man das nehmen soll oder nicht nehmen sollte. Und ich meine, jeder Impfgegner, der dann ins Krankenhaus kommt, auf der ITS liegt, sagt auch nicht Nein zu der Behandlung, also selten zumindest. Ja, vielleicht sollten wir zur Behandlung Nein sagen. Wobei ja die Medikamente dann auch
von Pfizer sind und von BioNTech und so und auch Nebenwirkungen haben können. Naja, jetzt haben wir auf Weiß ich jeden nicht. Fall die ganzen Hardliner schon wieder vertrieben. Entschuldigung, auf Wiedersehen. Was heißt Hardliner? Also ich kenne ja auch aus meiner linken Bubble Menschen, die sagen, an sich finde ich es gut, dass die Leute auf die Straße gehen und spazieren gehen gegen den Staat. Aber es ist halt nervig, das ist halt die Rechten so. Was machst du denn da? Du klemmst dir ein Glas an deinen Arsch. Nein, in den Rücken. In den Rücken. Das ist angenehm. Die auch sagen, ich finde die Maßnahmen jetzt ein bisschen überzogen und auch nicht immer sinnvoll, aber gehen nicht auf diese Demos, weil die halt von Rechten eingenommen werden. Das gibt es eben auch in meiner Bubble so bei linken Leuten. Ich bin nicht so, ich finde die Maßnahmen zum großen Teil schon sinnvoll, kann aber auch nicht meine Hände ins Feuer dafür legen, dass sie auch wirklich wirksam sind, weiß ich nicht. Ja, weißt du, worüber wir länger nicht geredet haben? China. Corona. Stimmt. Ist es ansteckend eigentlich? Ich weiß es nicht. Weiß ich auch nicht. Das ist auch ein Satz aus meinem Ich hasse mein Leben LP, wo auch einer direkt vor den Kopf gestoßen war. Ich dachte, du bist ein bisschen überlegter, oh, du Systemling und tausend Smileys dazu und so ein bisschen selbstentlarvend und leb doch in deiner Corona-Paranoia. Das war alles sehr interessant und eben jene Leute, die haben jetzt auch leider schon abgeschaltet. Dann verpassen die das Thema der Woche, Dino. Das ist nämlich ein ganz großes. Wir kennen es alle, ja. Fahrerflucht. Polizisten töten. Ach so. Es ist so geil. GTA 6. Ja, kommt bald raus, ja. Es ist angekündigt. Naja, bald rauskommen würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist offiziell in Arbeit. Es gab einen Tweet von Rockstar, den sie auch irgendwie werbetechnisch, also für mich wurde das dann. Ich habe den schon gesehen und dann wurde mir das nochmal angezeigt und da steht dann ja bei Twitter immer drüber. Vorgeschlagener Tweet oder so. Also Trends, die Vielleicht haben die. empfohlen sind und Nee, so. ich glaube, es war sogar mehr. Ich glaube, es war wirklich direkt Werbungstweet. Ich weiß nicht, was da steht. Was? Gesponsert. Gesponsert. Ich glaube, es kann sein, dass er auch gesponsert da stand. Egal, also die wollen die Message rausbringen, deswegen helfen wir hier doch gerne. Mit Vorbehalt, fickt euch, wenn ihr jetzt das verkackt, weil ihr so ne, von GTA 5 Online so verdorben seid, dass ihr jetzt das verkackt. Aber. Es hat lange gedauert, ne? Ich glaube, GTA 5 kam 2012 raus ungefähr. Hi. 13. 13, hi, aber ungefähr so. Das war Oh. zu meiner Abi-Zeit, das weiß ich noch genau. Weil du Und dein Abi dadurch so verkackt hast. voll, voll. Ja. Ich habe es erst ein halbes Jahr später gehabt, glaube ich. Und weil ich halt ein armes Kind war zu der Zeit, bin ich ja lange nicht mehr. Ja, die musste sich in den letzten 10 Jahre um die Energy Drinks kümmern, Rockstar, und merken, dass der Absatz wieder so ein bisschen nach unten geht und müssen jetzt wieder GTA 6 in den Umlauf bringen. GTA A6 ist das dieses neue Genau, Auto. A6, genau, Deutschland. Auf der A5, A4. Aber ich glaube, es dauert noch eine ganze Weile. Also erstens braucht ihr auch so eine Entwicklung ewig lange. Und zweitens ist auch GTA Online noch mega erfolgreich. Und die pumpen da noch so viel. Also mit 1 Milliarde auf dem Konto bei GTA 5 bist du ja inzwischen arm. Ja, schade. Aber ich habe Bock. Ich glaube, dass das auch frühestens 2025 kommt oder so. Weil selbst wenn es jetzt einen ersten Trailer gäbe, würde es noch mal 1,5 Jahre Ja, dauern. mindestens. So. Und deswegen. Was muss für dich bei GTA 6 dabei sein, dass du sagst, geil, das Warten hat sich gelohnt? Frauen schlagen. Das ist ja in allen Teilen. Ach so. Kinder schlagen. Ja, Das wäre der nächste Tabubruch, glaube gibt's ich. bei GTA 5 stellenweise. Kinder schlagen? Na, der Sohn von Michael, Ja, der ist auch gut, minderjährig, das ist die einzige ja. Figur, die da rumläuft Ich und die möchte kann man auch Kinder als umfahren. Passanten. Machen Und die, dann, glaube ich, nicht. das ist aber schade, weil das ist unrealistisch. Es gibt auch in echt Kinder. Das hast du vielleicht noch nicht Ich mitgekriegt. habe noch kein Kind gesehen. Ja, aber das gibt's. So, und wenn ich in GTA auf die Straße fahre, da will ich spielen können, hey, ne? Only children totfahren. Man kann ja auch sagen, es ist unrealistisch, dass man mit Autos unendlich lange fahren kann. Dass man nicht tanken muss und so, man muss nicht kacken gehen. Es Also gibt ja auch. tanken kommt vielleicht. Das Oh, halte ich für hoffentlich gar nicht so nicht. unwahrscheinlich, weil Oh, das. hoffentlich nicht. Es müsste so einen Modus geben zum Einstellen im Freeplay, weißt du, dass du es einstellen kannst, mit oder ohne. Das wäre mir ein bisschen stressig. Das ist wie bei SimCity damals, da haben sie auch extra Parkplätze ausgestellt, weil es sonst das ganze Spiel ruinieren würde, dass man Parkplätze bauen muss und so weiter. Du siehst in diesem Spiel keine Parkplätze, weil das ganze Spielerlebnis zerstören würde. Oder auf Na, Skateboard dann hoffe fahren. ich auch, dass es in GTA 6 keine Parkplätze gibt. Also das würde Ja, mir das das. Spielerlebnis Ja. zerstören. Nee, da vielleicht nicht, da brauchst du es ja. Aber Skateboard fahren gab es ja, glaube ich, auch nicht, oder? In den letzten Alter, Spielen. ich hab da, bin da mal irgendwie immer einem Troll anheimgefallen. Irgendwie hieß es bei GTA San Andreas, es gibt einen Skateboard-Cheat, aber das ging halt nicht. Also gibt's halt nicht.
Und das wäre natürlich richtig tight Du musst, gewesen. machst hoch, hoch, runter, runter, links, rechts, Ach du musst dich auf den komm. Kopf stellen und Andrea Berg dabei hören. Und dann klappt das, genau. Und du musst auch per PayPal 10 Euro beweisen an diese Adresse. Dann An klappt das. deine. An meine im besten Fall, ja. Ja, aber ich habe richtig Bock. Ich habe richtig Bock. Ich habe gestern auch schon mit Marlene kurz drüber gesprochen und wir meinten so, ja, ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass man da jetzt vielleicht einmal eine Frau steuert. Ja, Das wäre jetzt eigentlich richtig, der ja. nächste logische Step in der heutigen Zeit. Nein, aber wir hatten jetzt drei Charaktere, keiner davon war eine Frau. Also ich kann mir schon vorstellen, dass multiple Charaktere zurückkommen und dann wäre das irgendwie, weißt du, Was das wäre wäre es, wenn es drei komisch, wenn Frauen ich. wären? Du kannst nur Frauen Würde steuern. ich nicht spielen. Das wäre Nur. ja abartig, Alter. Ja. Ne, also das würde ich boykottieren. Drei Frauen, so viele gibt es ja in echt nicht mal. Oder ein Kind spielen. Dann wieder ja, weil dann Ja. könnte ich ja mich selbst überfahren Ein lassen. Mädchen. Wird es schon wieder schwierig. Ein Hund. Lieber Hund als Mädchen auf jeden Kann ich Fall. verstehen. Oh, GTA mit einem Hund, das war richtig nice. Ich kenne ja auch so Mods, wo sie so WWE-Wrestler reingebaut haben, weißt du, die dann so gekämpft haben. John Cena gegen Brock Lesnar und so. Damit haben wir es auch Richtig wieder nice. geschafft, Wrestling hier zu Seitdem du integrieren. das gesagt hast, ist es jetzt auf meiner Bucketlist, das Ach in jeder so. Folge einmal zu erwähnen. Ja. Na, dann würde ich sagen, wir geben mal noch Schätzungen ab. Wann kommt das denn raus? Also, 25 frühestens. ich sage im Weihnachtsgeschäft 25. Ja. Wobei GTA 5 ja auch nicht Weihnachten rauskam. Das war doch bestimmt so im Sommer, dachte ich. Nee, pass mal auf. Da steht nämlich auf der Box, auf meiner Vorbestellerbox, glaube ich, stand noch drauf Spring 2013, aber es kam im September raus. Ah, okay. Richtig dumm. Das war warm, weil ich damals auch noch einen Nebenjob hatte und da hat mein Arbeitskollege, den ich auch ein bisschen süß fand, hatte das Spiel schon gehabt und meinte halt, ja, und es war halt übelst warm, gerade als wir gearbeitet haben. Da meinte er, hat sich halt GTA 5 geholt, so. Für so und so viel Geld. Und ich dachte, ja, okay. Deswegen dachte ich, dass es noch auf jeden Fall warm gewesen sein muss und weit vom Winter entfernt. Ja, so, ja, September ist ja Aber Eiswag. du hast ja auch eine PS3 hier stehen. Ist auch Ja. eine PS4? Nee, Ja. ne? Doch, das ist eine PS4 hier. Ja. Ja. Glaubst du, es kommt für die PS4 raus? GTA 5? F6 ist es dann? 6 für die 4 glaube ich tatsächlich nicht mehr. Also ich kann mich vorstellen, dass. Also es wird bestimmt einen großen Umfang haben. Die haben ja wirklich mit jedem neuen Hauptteil von ihren Reihen neue Maßstäbe gesetzt, ob das jetzt Red Dead ist oder GTA. Aber kannst du Deswegen. nicht eine PS5 oder Steuer absetzen irgendwie, dass du ja sagst, du machst ein Let's Play damit oder so Selbst und wenn ich das spielst? könnte, ich komme ja nicht an eine ran, außer wenn ich für einen MCM irgendwie eine für 900 Euro kaufe und das ist auch schon wieder Achso, scheiße. stimmt. Aber es gibt auch nach wie vor keine Spiele für mich, die relevant sind. Und wenn GTA erst in 3 Jahren rauskommt, so, Gibt schon dann die da gibt es ja schon die PlayStation PS100. 6, ja, Ja. also. Aber weil sie neue Maßstäbe setzen, glaube ich tatsächlich, dass es gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass es vielleicht doch Kinder gibt. Die müssen halt immer, also was ist Nee. der nächste Tabubruch? So. Weißt Sie hatten ja schon Foltermethoden drin und so. du? Ja, ich weiß nicht. Da Aber bin also ich jetzt tief mal genug ganz, drin. ganz, ganz, also mal gefragt, was ist so schlimm daran, Kinder zu überfahren? Ja, So. doch, es ist schon mal was anderes emotional gesehen. Auch. Ich glaube, also. Ja, aber also, die sind ja genau, also rein emotional gesehen finde ich es auch schlimm, eine arme, hilflose Oma zu überfahren. Ja. Die war ja schon alt und konnte ihr Leben ausleben, konnte selber zur Ja, aber jetzt Terroristin pass mal werden. auf, Tino, ich verrate jetzt mal ein Geheimnis. Die leben gar nicht in echt. Ja, Das ich sind nur weiß, Pixel. aber trotzdem war es eine gewisse, weiß ich nicht, also ich töte ungern Tiere zum Beispiel in Spielen. Ja, das geht zu Ich hasse weit. es, Tiere jagen zu müssen, bei Redemption oder bei GTA 5 kannst du auch auf Tiere schießen. Habe ich nie gemacht. Vielleicht würden mehr von diesen Horrormüttern darauf verzichten, ihre Föten in irgendwelchen Mülltonnen zu entsorgen, wenn die bei GTA mal ordentlich Kinder überfahren Das können. funktioniert, glaube ich, nicht so. Weil ich bin schwanger, erst bei GTA 6 reinhauen, 10 Kinder umfahren, dann geht es mir wieder besser. Nee, weißt du, dann gibt es solche Szenarien, wie es gibt dann irgendwie Kindergarten oder so. Da kannst du dann einen Amoklauf machen. Nee, ich glaube nicht. Das Du kannst kann ich mir auch. nicht vorstellen. Also, GTA ist ein Amoklauf-Simulator, ja. Ja, Ob das stimmt. ein Kinder sind oder nicht. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist mir, glaube ich, dann schon zu. Das ist mir zu extrem. Würde ich nicht machen wollen. Da Aber bin ich zu meinst du gut nicht, dass Mensch. es eine Frage der Zeit ist, bevor es das in den Spielen gibt? Beziehungsweise es gibt ja in Spielen, bei welches war es denn Bei jetzt? Kindern hört es auf. Ich glaube auch, wenn es um sowas geht wie Ehe für alle, wo auch dann viele aufkamen. Ja, als nächstes kommen die Kinderehe und so. Nee, kommt es halt nicht. Also so Pädophilie oder Pädosexualität, Kindersex. Kindersex, da ist halt dann so eine Grenze erreicht. Und auch bei Kindertöten in Spielen. Selbst in Filmen, wenn Kinder getötet werden, das zeigen die auch nie. Das war dann immer so schwarz oder so Ja, im das ist, was Bild. falsch läuft in der Gesellschaft.
Weiß ich nicht. Brauche ich nicht, ehrlich gesagt. Ich finde schon. Also ich glaube, es ist eine Frage der Zeit. Beziehungsweise, ich dachte, dass irgendjemand neulich zu mir meint, in irgendeinem relativ modernen Spiel sind Kinder drin. Ich weiß aber nicht, vielleicht ist es halt irgend so ein Assassin's Creed oder irgendwie so, weiß ich, keine Ahnung. Das war schon bei Star Wars so das krass. Das fände ich viel brutaler, wenn du bei Assassin's Creed so ein Kind richtig mit Messern abschlachtest, ja, statt einfach mal drüber zu fahren. Ja, ich weiß nicht, da habe ich meinen konservativen Punkt erreicht, wo ich sage, das muss nicht sein. Das finde ich jetzt nicht, ich persönlich nicht geil. Wenn ihr sagt, wie Robin neben mir gerade, eine Kinderabschlacht bei GTA 6, toleriere ich, ja, aber ich finde es halt nicht geil. Ich würde es nicht machen wollen. Schon bei Star Wars fand ich die Szene krass, hoffentlich kein Spoiler, als dann der eine irgendwie so Jedi Schülerinnen und Schüler, der abschlachtet. Das, bitte, Tino, spoilere nicht diesen 20 Jahre alten Film. Ja, finde ich halt, weiß ich nicht. Ich brauch's nicht, wie gesagt. Tja, du bist halt nicht so progressiv wie ich. Ja, genau. Genau. Nicht, was das angeht. Ich werde es mir wahrscheinlich auch dann besorgen. So, Ja, wenn die Kinder sterben können, dann werde ich es mir richtig besorgen. Ja, aber, weiß nicht, ich wollte mir auch eine PS5 holen, aber du kriegst echt keine. Es ist unfassbar. Du gehst zu Saturn und Du musst online. Zu MCM gehen, in Schöndorf, da nee, ist danke. Der Schwarzmarkt für. Ich spiele lieber nie wieder irgendeine Konsole. Aber es ist ja wie zu DDR-Zeiten, oder? Da hast du auch keine PS5 bekommen. Ja, du hast auch jahrelang warten. Das war schlimm. Und dann ist die Mauer gefallen. Ja. Endlich. Ja, gut, dann GTA 6 in Real Life doch lieber. Denn ja. Es gab diese Woche so eine kleine Gruselgeschichte. Ja, es war keine kleine Gruselgeschichte. Es war schon etwas, reden wir vom gleichen, vom Polizistenmord. Ja, ja, Kuselgeschichte. Ja, verstehe ich jetzt nicht, wieso Kusel. Weil das ein Kusel passiert ist. Ach so, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Sag mal, schlecht informiert, Tino. Ich bin gar nicht informiert. Ich habe nur gelesen, dass da zwei Polizistinnen und ein Polizist wurden wohl erschossen. Na, jetzt hast du aber missverständlich kommuniziert. Jetzt hast du drei Personen aufgezählt. Eine Polizistin, ein Polizist. Also sie war eine Anwärterin, er war schon länger Cop gewesen. Und haben wohl ein Auto angehalten, so eine Verkehrskontrolle. Mhm. Und die beiden Männer, oder es waren glaube ich zwei, haben wohl illegal wild gejagt. So, und wollten das irgendwie übertünchen, damit es nicht auffällt, haben sie jetzt einen Bullen abgeschossen ja. Und sind weggefahren so. Und Huch ist aufgeflogen und jetzt kriegen sie halt Ärger für Wild und töten und aber warum, mehr Wild töten. Also, aber ja, also Bullenschweine, ist das nicht erlaubt? Ja, Schweine. Ist es nicht, nee. Ich würde eigentlich nur überleiten zu, hey, deine ganzen ACAB-Leute, wie reagieren die denn das auf diese Das heißt ja nicht, dass man sie töten will. Ach so. Es kann es heißen, aber es heißt es nicht. Mhm. Hat auch letztens eine Diskussion mit jemandem aus der linken Szene, der meinte, also ich habe gesagt, einer meiner ganz früheren Kumpels aus Antifa-Zeiten noch, der ist zur Polizei gegangen, so. Der ist jetzt bei der Polizei und als sehr, sehr Linkseingestellter. Da meinte er, das ist ja voll verwerflich und es geht nicht. Da habe ich gesagt, guck mal, es gibt zwei Szenarien. Ja, bei der Polizei dürfen nur die Rechten sein, das ist dann viel besser. Es gibt zwei Szenarien. Eins ist, es sind nur Faschos und Arschlöcher bei der Polizei und alles ist scheiße. Oder wenigstens eine Handvoll von coolen Leuten, in meinem Fall von linken Leuten, sind in der Polizei und machen vielleicht mal ein bisschen weniger Scheiße, weißt du? Kontrollieren mal nicht jeden, der dunkelhäutig ist und nicht jeden mit blauen Haaren, so, weißt du? Und das kann ja schon ausreichen, um in Kleinen so ein bisschen was zu verändern. Aber das wollte er nicht so richtig einsehen. Und auch ich bin auch kritisch der Polizei gegenüber, aber es ist kein Widerspruch, wenn ich trotzdem die Polizei rufe, wenn irgendwas ist, weil ich bezahle die ja auch, ja. Das ist ja auch ihr Job irgendwie, also Steuern zahlen. Deswegen kann man ruhig sagen, okay, ich kritisiere die strukturellen Probleme in der Polizei, die rassistisch sind und homophob auch und auch AIDS-feindlich. Also es gibt ja auch Polizei, Landespolizeien, die HIV-Positive nicht einstellen aus Prinzip, was Quatsch ist. Mhm. Und trotzdem ist es halt irgendwie ein Organ, was man in diesem System braucht, was ich auch rufen können möchte, wenn ich es brauche. Ich rufe ein Organ. Und ich finde auch, sinnlos Menschen töten hat da jetzt irgendwie sinnlos, keinen Sinn. Ja. Es ist sinnlos. Das ist irgendwie sinnlos. Ja, aber also es war ja jetzt kein ACAB-motivierter Shit, oder? Glaube ich auch. Also da ist irgendein Kollege nachts rumgefahren, früh um 5. 420 wurde angeblich der Schuss ab oder die Schüsse abgeschickt. Dann kam es zu einer Kontrolle und dann, na, von euch lasse ich mich nicht kontrollieren. Tino gleich wird die Ohren gespitzt, ob es ein Maskenverweigerer war, damit er hier wieder ankommen Hab kann. Hab ich nicht gesagt, nö. Nee, naja, aber bei dir zu Hause. In dem Fall nicht, nee. Du guckst doch da immer so drauf. Nee, im Gegenteil. Also ich gucke immer so auf die Kommentare, was die Menschen so schreiben. Und es gab auch da wieder Kommentare von wegen, es waren ja wieder Ausländer oder so. Das heißt aber bei allem, egal was ist, Ausländer. Auch wenn es das zu 80% ja, nicht stimmt. Aber du musst mal überlegen, guck mal, wie viele Milliarden Ausländer es auf der Welt gibt. Die Wahrscheinlichkeit ist halt einfach sehr hoch. Ja, aber nicht hier in, wie heißt der Ort? Kusel. Kusel ist es unwahrscheinlich. Die Kuselmanen kommen dann.
Ja, das ist jedenfalls eine große Story. Die haben sie auch gefasst, die beiden Männer. Und jetzt ist halt... Haben sie die echt gefasst? Ich dachte schon. Also ich habe gestern nach irgendeinem so Andreas wird gefahndet mit so einem Dings, dass der der Hauptverdächtige ist, aber nicht, dass sie den haben. Aber es waren noch zwei und ich dachte, einen von beiden haben sie erwischt. Ja, eins, zwei, das ist ja Haarspalterei jetzt, oder? Also bitte. Wenn ich korrekt bin, ich kann es also auch nicht verifizieren, aber ich dachte gelesen zu haben, die haben ihn erwischt. Ich verifiziere dir das mal. Mach ganz, das mal live, gar kein Problem. Ich habe seinen Namen gegoogelt und da ist der Andreas. Wörterbuch, haben Oxford. Sie, okay, Google, haben Sie Andreas eingesperrt? Was bedeutet Andreas? Kusel. Also ich glaube, guck mal. Okay. Tödliche Schüsse auf Polizei Kusel. Kontrollen mit vorgehaltener Waffe sind keine Lösung. Ach nein. Wow, guck mal. Das kam ja nicht an. Also, huiuiui. Der wurde bereits wegen fahrlässiger Körperverletzung. Ja, also, die haben ihn. Also, die wissen, wer es ist zumindest. Ja, aber ja. Guck mal. Da, ey, jetzt wurde literally der Jäger zum Gejagten. Merkst du das? Oh. Das ist ja der Wahnsinn. Das sagen Jäger über ihn. Aber irgendwie ist in dem Fall, guck mal, normalerweise kenne ich die Namen auch gar nicht, gar nicht von diesen Leuten. Aber bei dem ist irgendwie... Andreas hat sich bei dir eingebrannt irgendwie. Nee, weil der irgendwie, der wird durch die Medien gepeitscht. Ich weiß nicht, das ist ja normalerweise... Ich habe den Namen gar nicht gelesen von dem. Also was hatten wir neulich? Wir hatten doch letzte Woche auch erst was. Was waren da schon wieder? Na, der Amoklauf in Heidelberg. Ach so, ja. Uni. Ja. Naja, aber guck mal, weißt du da den Namen? Nee. Der wurde, glaube ich, auch in den Medien nicht so genannt. Aber jetzt in Erfurt, aber jetzt, wenn's der die Polizisten... Amoklauf Neufahr ist bis heute bekannt, hier, dass der Robert Steinhäuser war. Ja, das ist ja auch eine Ikone. Ja, tatsächlich. Die meisten schreiben dir sowas wie Robert S. oder Thomas D. und so. Ja, Thomas D., ja, ist das nicht dieser von Fantastischen Vier? Hat er jetzt auch einen Amoklauf gemacht? Das hast du ihn geoutet, dankeschön. Mist. Ja, der Robert Steinhäuser, der ist halt auch nur so fame wegen den ganzen Spackos, die hinterher gesagt haben, oh, die Killerspiele, guck mal, der hat hier in Counter-Strike hat er Schulen gebaut oder so ein Scheiß. Er war ja auch ein Pionier, der Amokläufe in Deutschland. Er war ja auch der Erste. Ja, da wirklich, er ist ja vorgedrungen. Ja. Ja, es muss einen Mutigen geben, der den ersten Schritt macht. Also. Ja. Ja. Was war das für ein Gymnasium? Das gibt es doch heute noch. Das Gutenberg-Gymnasium. Das Gutenberg, genau, siehst du? Der hat den, dem Gutenberg, der hat seine Meinung gedruckt, Leviten gelesen. Gutenberg? Ich weiß auch nicht. Gutenberg hat auch da Druck gemacht. Er hat Druck gemacht, genau. Übrigens, ja, die Meldung also, der Woche habe ich heute Morgen gelesen. Okay. 8 Wochen nach Geburt. Sarah Engels Periode ist zurück. Promi-Flash. Breaking News. Heißt das jetzt, das Kind wurde in ihrer Gebärmutter überfahren und wird jetzt so raus? Oder was? Der GTA 6 gespielt in ihrem Uterus und hat das Kind. Nee, das ist doch eine Hammermeldung, oder? Nee, so funktioniert das doch aber nicht, oder? Schwangerschaft. Ich weiß es nicht, genau. Ich bin ja keine Frau, aber das klingt echt komisch. Ne? Oder kann man jetzt noch eins hinterher schieben? Alessio 2 ist jetzt geboren worden. Nee, jetzt noch mal eins rein. Ach so. So Zwilling, aber zeitversetzt. Na, ich frage mich auch, wann kann man wieder jemanden schwängern? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Wenn das Kind rausgeflutscht ist und der Vater direkt wieder draufspringt, ob das dann wieder funktioniert. Nee, das ist komplett, das ist Brachland. Ach so. Das ist Einöde. Ein Kind, dann ist vorbei. Man kann nur ein Kind kriegen. Ja. Nee, also gut, Sarah Engels, das ist doch die von Marx. Genau, die Freundin von Karl Marx. Vom DSDS-Liga Karl Marx. Karl Marx Lombardi. Ja. Und die hat jetzt ein zweites Kind und ich dachte, krass, Alter. Ach, warte mal. Ach, jetzt habe ich das erst richtig verstanden. Acht Wochen nach der Schwangerschaft. Ich dachte 8 Wochen nach der Befruchtung quasi, weißt du? Nee. Jetzt check ich das erst. Der Gag ist, es ist halt eine Breaking News von Pommy Flash war so. Ja, wahrscheinlich hat sie das halt auf Instagram gesagt und dann ist das jetzt für alle. Aber wer liest das denn? Also wer ihre Fans auf Instagram. Wer klickt denn da drauf außer Podcast-Moderatoren? Ja, keine Ahnung. Du hast es gespeichert. Ja, deswegen halt, weil ich es weiß, so seltsam. Ja, es ist schon eine geile Meldung. Aber ich war halt gerade echt richtig, richtig dumm. Schwanger und Periode. Ja, ich habe ehrlich gedacht so, okay, also die hatten vor 4 Wochen Sex, hat sie auf Instagram geteilt und jetzt hat sie plötzlich ihre Tage, obwohl sie schwanger ist. Oder die Tochter im Magen ist sehr, sehr frühreif, hat schon ihre Periode. Im Magen? Ja. Okay, Kinder überfahren geht nicht, aber Kinder essen ist wieder in Ordnung. Jam, 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 warum nicht? Mann, Doppelmoral, Tino. Doppelmoral. Tinoppelmoral. Doppelmoral hat auch die Rock'n'Roll Hall of Fame, denn die nehmen jetzt Eminem auf.
Das ist ja schwierig. In die Rock'n'Roll Hall of Fame. Ja. Haben die keine eigene, so eine Hip-Hop. Chuck Berry dreht sich im Grabe um und furzt dabei Prostituierte an. Also ich bin ja, ich mag Eminem, ja. Der macht geile Sachen so, der hat coole Texte und hat eine ganz traurige Kindheit gehabt, so was er in Millionen Songs beschrieben hat. Aber Rock'n'Roll Hall of Fame raff ich nicht. Jetzt hast du den auch wie DSDS hier reingeframed. Er hatte eine traurige Kindheit und guck doch mal, der arme Junge. Ja, weil auf seinen ersten 5 Alben ging es auch nur um seine Kindheit und seine Jugend. Mhm. Mom, Spaghetti haben nicht geschmeckt und ich wurde geschlagen und habe mir mal einen kleinen Zeh gebrochen beim Einkaufen. Um nichts anderes geht es auch in seinen Songs. Und das habe ich gerade so ein bisschen aufzeigen wollen. Ja. Let's Rock'n'Roll Hall of Fame, obwohl er ja ein Rapper ist, ein Hip-Hopper und kein Rocker. Ja. Finde ich doppelmoralisch. Die bräuchten Hip-Hop Hall of Fame. Gibt's die nicht? Ich weiß nicht, also ich kenne sie nicht. Hm. Ja, schade, aber der hat ja immerhin mit Rihanna so richtige Brecher-Hits gemacht. Also das aber ist ja Rihanna ist ja auch kein Rockstar. Das ist übelster Rock. Das ist. Mit Elton John vielleicht. Nee, das ist alles Dreck. Ja, keine Ahnung, ich kenne die neuen Eminem-Songs nicht. Das aktuellste, was ich kenne, ist Rap God und das ist, glaube ich, auch schon wieder irgendwie 8 Jahre alt oder so. Keine Ahnung. Wo er in 8-facher Geschwindigkeit rappt. Mindestens. Ja, aber vielleicht ist das so schnell, dass es dann wieder Rock ist. Ich kenne mich da nicht aus, was da die offiziellen Regeln sind. Dass die Geschwindigkeit so hart ist. Ja. Dass man wieder. Vielleicht hast du auch wieder was verwechselt und der ist jetzt irgendwie. Trägt einen Rock oder so. Nee, Eminem has been nominated to be inducted into the Rock'n'Roll Hall of Fame. Hm. Ja, gut, ist ja eine Nominierung. Das heißt ja nicht, dass es passiert. Aber das ist ja auch schon ein Skandal, wenn du mich fragst. Das stimmt. Das stimmt. Hast du noch einen Skandal für uns? Ja, also ich habe den größten Skandal von allen. Groß trifft es ganz gut, denn Jeff Bezos hat ein sehr großes Boot. Ach, habe ich gelesen. Und da wollte er durch eine Brücke durchfahren und die ist aber zu klein. Jetzt müssen sie diese Brücke vergrößern, anstatt das Boot einfach klein zu machen. Die wird abgebaut in Rotterdam. Dumm. Ja. Aber bezahlt er auch dafür? Ich hoffe es, keine Ahnung. Die Stadt bezahlt vielleicht am Ende dafür. Das ist scheiße. Das wäre ja geil. Die Stadt bezahlt eh dafür, weil die Jeff Bezos Obhut gibt. Aber ahnt die das nicht? Da werde ich mal ein paar Kinder überfahren. Aber ahnt ihr das denn nicht, wenn die dein Boot hinbauen? Das wird sein Toterdamm, nicht Rotterdamm. Mhm. Ja. Bitte was? Nochmal? Ja, aber wenn die da doch ein Boot dahin bauen, ja, müssen die doch checken, dass sie auch da wieder rausfahren müssen. Müssen doch auch dann die Maße. Ach, warte mal, check. Also jetzt, heute stehe ich echt auf dem Schlauch. Ja, auf meinen. Die haben das ja in Rotterdam gebaut. Ich dachte, der will kurz rein, irgendwie auf irgendwie Shoppingtour mal kurz Rotterdam. Ich dachte schon, er will rausfahren. Ach so. So habe ich es gelesen. Ja, das ergibt ja auch viel mehr Sinn jetzt. Ja. Aber ist trotzdem dann richtig dumm. Ja. Also, dass die da so, ja. Wenn jeder andere irgendwie, weiß ich nicht, wenn ein LKW durch den Tunnel fahren soll, ja, und er ist irgendwie 1 Millimeter zu groß, muss er sich eine andere Route raussuchen. Ich sehe es schon. Aber weil es der Jeff Bezos ist. Der wird sich demnächst irgendwie so einen ganz großen Bus bauen lassen oder so. Haha, Bus bauen. Und dann so irgendwie Thüringer Wald, da kennt man ja diese Schlauchlevel da durch den Berg durch. Dann kommt Jeff Bezos, muss erstmal der Berg abgetragen werden, der Schlauch zu klein ist. Jetzt frage ich mich, wenn der Jeff Bezos Sex hat und ist auch sein Schlauch zu klein. Und sein Schlauch zu groß ist und er nicht reinkommt. Ob dann muss erstmal ein Stück Frau abgetragen werden. Oder ob er dann erstmal das so ausweiten muss, weißt du? Lassen muss. Da kommt dann die Rotterdamer Regierung genau. Und räumt erstmal auf. Erstmal Brücken bauen und abbauen. Mhm. Ja, ist schon sehr absurd, oder? Reich muss man sein. Ich wäre gerne Jeff Bezos. Mal für einen Tag. Jeffrey Bezos. Banger-Song. Ja, ja. Ich hab's gesehen übrigens jetzt. Welcome. Wie heißt das? Inside. Jetzt erst. Ja, vor ein paar Wochen mit einem. Jetzt, wo wir alle wieder outside gehen, quasi, hast du Inside geguckt. Also du und dein Timing, ne? Ja, eine Freundin von mir hat mir das halt vorgeschlagen, als wir einen Filmabend machen wollten. Und haben es halt geschaut und so. Und ich dachte, ja, okay, ich finde es ja eh witzig, so, was er macht, die Songs. Mhm. Und dachte, ja, es wäre echt so ein richtiger Film, wie irgendwie Dokumentarfilm. Aber es ist ja einfach. Er filmt sich selbst, wie er halt so ein Programm macht und wie er halt Songs singt und so Geschichten drumherum baut. Das ist ja so funny gewesen. Es geht übrigens um Bo Burnham. Wir sagen hier immer so Dinge und kein Schwein weiß, um was es geht. Bo Burnham, genau. Und das Netflix-Special. Der hat ja auch Mega-Depressionen, wurde mir erzählt. Mega, so. Der hat die, boah, der sammelt die alle. Der hat jetzt so eine richtig Mega-Depression schnapp zusammen. Schnappst du die alle? 150 Depressionen, ja, das sind wirklich viele. Und ich dachte, Alter, krass, wenn der sich nicht mal das Leben nimmt, der war ja so. Du siehst in seinen Augen diese Depression, die er hat und auch sein Weltenschmerz, weißt du? Also ich glaube, da ist halt für dieses Special auch so ein bisschen... In der Rolle, weißt du? Meinst du? Wie das halt ist. Also zum Beispiel,
Das ist sehr ableistisch von dir. Nein. Doch. Das nein, ist halt, also es ist ja nicht. Klar, dass du irgendwie, also in, um irgendwie einen Punkt rüberzubringen, so dass du dann Hyperbeln einsetzt oder halt dich mehr in so ein Mindset reindenkst, weil es halt irgendwie mehr zur Gesamtmessage oder Kunst oder was auch immer passt. Das ist wie wenn ich jetzt im Stream mit Absicht Mathe mache, obwohl ich es nicht kann, so weißt du. Oder Stephen Hawking. Also ich mache im Alltag nie Mathe. Dann, Stephen Hawking hat sich immer vor Kamera erst rechts baumeln lassen. Er hat sich richtig baumeln lassen, ja, genau. Auf seinem Rollstuhl, weil es halt gerade in den Mut gepasst hat. So. Der war einfach Method Actor. Der hat genau. Sich da richtig reingelebt. Ja. Der hat, der war seiner, der war, nee, der war Samuel Kochs Zeit voraus. Stimmt, weit. Gott, oh Gott. Ja, was hatten wir jetzt Rotterdam? Ja, du hast mit Jeff Bezos angefangen und diesen Song ja, das ist so. Einer der Songs, ja. Die Bo Burnham in seinem Netflix-Special Inside performt. Es, sehr es gut. Sind nur geile Songs. Ich glaube, Bo Burnham, dem geht's ganz gut, ja. Sagt er ja auch in einem Song, dass es ihm dann besser ging Anfang 2020. Ja, und dann nicht mehr. Ja. Und ihm geht's bestimmt finanziell guckt euch sehr das gut. An. Bestimmt das, aber ich glaube so mental... Who knows, ich kenne ihn nicht persönlich, aber er wirkte schon auch in dem Film ziemlich depressed und so. Und auch meine Begleitung meinte dann irgendwie, ob der mal alt wird, ich mag es bezweifeln, weil sie ist ein riesen Fan von dem und glaubt halt, dass er einer von den Kandidaten ist, der sich irgendwann mal einen Amazon-Gutschein kauft und sich dann... Das ist eigentlich auch interessant, so Stars, die sich selber umbringen, ne? Da sagt man, oh, ui und so. Mhm. Was ist denn, wenn jetzt ein Star sich mit 80 selber umbringt? Da sagt doch keiner, oh, oder? Na, Robin Williams war ja auch schon relativ alt, ne? Naja. Zu seinem Selbstmord. Aber ja, gut, ja. Was waren der? 60 maximal, würde ich sagen. Ja, aber auch jetzt schon eher fortgeschritten, sage ich mal. Also nicht wie Kurt Cobain, der dann einen Gesichtsverlust befürchtet hat und sich ins Gesicht geschossen hat. Guck mal, jetzt kann ich hier live Mathe machen, wenn ich sein Geburtsdatum sehe. Steht meistens auf 51 da. Bis 14, das heißt, er war 50, 63. 63, ja. Ja. Ja, naja. Also schon. Na, auch da waren ja alle traurig, weil er immer noch bestimmt 20... Sprich für 20, dich, ich war nicht traurig. 20 gute Jahre vor sich hatte oder so. Die Leute sind doch einfach dann nur traurig, weil es keinen Content mehr gibt von der Person. Das ist doch denen egal, was der für Leid ertragen muss. Ja, aber gerade wenn ich denke jetzt auch, ey, schade, dass Jackie Chan jetzt so alt ist, dass ich keinen ordentlichen Film mehr mit ihm sehe. Wobei, Shanghai Nights kommt ja noch und ein neues Rush Hour kommt halt auch. Also, aber der kann es ja nicht mehr bewegen, der Mann. So. Echt und nicht? Deswegen bin ich traurig. Hm. Nicht, weil der irgendwie alt ist, mir doch scheißegal. Ja, auch als Betty White gestorben ist, jetzt Ende letzten Jahres, glaube ich, ist sie gestorben. Oder, weiß ich nicht. Irgendwie Betty jetzt died. Zur Jahreswende ist sie gestorben. Mit fast 100 Jahren. Und da waren ja auch sehr viele traurig, meinten ja Rest in Peace und so. Und es ist trotzdem sad, weil sie halt eine Person ist, die noch sehr fit war und sich geäußert hat und so weiter. Ja, das bleibt traurig. Wenn sie sich das Leben genommen hätte, wäre es auch sad gewesen, weil sie halt noch recht fit war, weißt du? Und Menschen, egal wann Menschen aufgeben, mit dem Leben, ist es immer traurig. Meist, wenn die geistig nicht mehr so fit sind, ist es weniger schlimm. Nee, auch. Ich denke da gerade an Schöndorf. Ach so, ja. Gott, oh Gott. Ja, also der Januar war auf jeden Fall, das will ich gar nicht so ausweiten. Also es gibt eine Person, die im Januar 9-mal gesagt hat, ich mach Schluss. Und ich glaube, da geht es um Aufmerksamkeit. Ist nur so ein Verdacht. Ah, okay. Aus der näheren Umgebung oder willst du es nicht näher? Ich habe das eigentlich gerade direkt gesagt, aber mir ist egal. Also, ja, was wir damit sagen wollen ist, Jeffrey Bezos, mach doch deinen Scheiß mal woanders. Ja, bau mal kleinere Boote. Ein paar kleinere Brötchen und du kannst ja dann immer noch, wenn du rausgefahren bist. Ich hasse das, wenn ich zum Bäcker gehe und dann erstmal einen Türrahmen rausboxen muss, damit ich mein Brötchen da rausbekomme. Rausboxen lassen musst. Ja. Von der Stadt Weimar. Ja, geil. Ja, die Olympischen Winterspiele sind gerade angebrochen in China, in Peking. Cool. Und Taiwan wurde wohl gezwungen, dass sie nicht als eigenes Land auftreten dürfen. So, cool. Die dürften nicht mit Taiwan fahren, schwenken mit der Hymne. Die gehören halt zu China offiziell. Na, das überrascht mich, ja. Bei denen. Und Annalena Baerbock, unsere Außenministerin, boykottiert die Olympischen Spiele. Wow, die guckt ihn nicht, oder was? Nee, geht auch nicht hin. Macht man das normal? Ach so, die ist ja außen. Ja. Die ist Außenministerin. Und viele meinten, ja, die hat nicht den Schneid und nicht die Größe, irgendwie auch mal auf den Putz zu hauen. Jetzt macht sie es gerade. Und sie äußert sich schon sehr kritisch, auch Putin gegenüber und jetzt in Peking. Also ja. sie macht, sie ist
finde ich, progressiver als die letzten Außenministerinnen, die es gab. Und Außenminister waren ja fast nur Männer. Ja, Putin und China, die krabbeln sich ja gegenseitig gerade das Fläumchen, ne? Die haben sich da so irgendwie NATO-Ausweitung, finden sie zusammen nicht gut. Und ich glaube tatsächlich, was war's? Ich glaube, auch bei dieser Taiwan-Sache haben die sich gegenseitig gebackt. Also, das ist eine Allianz, ja, da, huiuiui. Da entsteht, glaube ich, ein groß ostasiatisches Reich am Ende. Und ja, wir weiß. Sind alle sehr glücklich. Jedenfalls schaue ich die Winterspiele eh nicht. Und es sind wohl die ersten Winterspiele, wo es nur künstlichen Schnee gibt. Richtiger Schmutz, weil die in China gerade keinen haben. Ja, richtiger Schmutz. Dumm. Warum macht man überhaupt da eine Olympiade ist die Zeit zwischen den Olympischen Spielen. Das heißt, warum macht man da überhaupt Olympische Spiele an einem Ort, wo es keinen Schnee gibt? In 4 Jahren ist einfach Schmutz. In 4 Jahren auf Hawaii, glaube ich, dann die Winterspiele. Mal in Katar einfach. Ja, warum nicht? So ein bisschen künstlichen Schnee. Ölbohrinseln. Ja, das ist echt so ein Schwachsinn, ey. Ja. Vielleicht sollte man wirklich einfach mal, also habe ja eh gesagt, so Reichtum von Ländern nicht immer nur am GDP festmachen und so vielleicht einfach mal nach Nachhaltigkeit gehen und eventuell nicht WM da veranstalten, wo Menschen verheizt werden zu Zehntausenden. Das ist jetzt nur so ein kontroverser Vorschlag von mir. Und vielleicht einfach schwierig. Einfach Winterspiele dort stattfinden lassen, wo Schnee jetzt ist, kommt, ne? Wo Winter ist. Also, ist jetzt weit hergeholt, ich weiß. Aber würdest du, wenn die Olympischen Spiele in China sagen würden, Robin, hier, du kriegst 1 Million von uns, wenn du wenn du unsere Skateboardbahn, wie das heißt, einweist für die Olympischen Skateboardfahrer? Das ist sehr, sehr unrealistisch. Ich würde jetzt gerne sagen, dass ich das nicht machen würde. Ich kann das, glaube ich, nicht garantieren, aber also, ist schwierig. Also ich bin jetzt echt nicht so auf Geld aus. Ich komm hin mit wenig Geld so. Ich sag jetzt erstmal nein, aber auch nur, weil das derart unrealistisch ist, glaube ich. Also, keine Ahnung. Nee, also ich bin kein Fan von China. Wenn ich es in Taiwan machen sollen würde, dann würde ich hingehen. Ah, okay. Nice. Ja. Nee, ich finde es auch immer schwierig, solche Fragen. Klar ist man irgendwie seiner Moral verpflichtet, aber wenn es jetzt um so viel Geld geht, da denkt man schon noch mal drüber nach. Und man kann ja auch immer noch im Nachgang immer noch dann Kritik äußern und sagen, ich habe das echt nur gemacht irgendwie deswegen, aber eigentlich finde ich es halt irgendwie schwierig. Ich könnte das ja einweihen im Winnie-Pooh-Kostüm. Das wäre dann richtig geil. Deutscher YouTuber, plötzlich verschwunden nach den Winterspielen. Da wäre ich aber direkt im Uigur-Gefängnis. Uigualak. Ja, wo wir gerade davon sprechen. Apropos. Facebook. Du bist doch auf Facebook unterwegs. Ja, auch aktuell, jetzt hier in diesem Augenblick. Ja, siehst du? Ja. Bald vielleicht nicht mehr, denn die Zahlen, huiuiui, nicht gut. Irgendwie haben die jetzt im letzten Quartal haben die fast keinen Zuwachs bekommen, das erste Mal an neuen Nutzern. Und die aktiven Nutzer stagnieren auch. Und da gab es einen harten Einbruch bei der Meta-Aktie, genau. Wo habe ich es stehen? Ich wollte eigentlich nur Zeit schinden. Genau. Mehr als 220 Millionen Dollar Börsenwert haben sich in Luft aufgelöst und das ist ein Rekord. Oh. Ja. Glückwunsch an Meta. Auf der anderen Seite ist ja Facebook schon ja auch so groß gewesen, dass ja inzwischen jeder Mensch Facebook kennt auf der Welt. Und irgendwann können sie ja nicht mehr Nutzer haben, als es Menschen auf der Welt gibt. Ja, es ist eigentlich ein Pyramidensystem, ne? Kann man sagen. Es ist halt ein Fass mit Boden. Es hört eben irgendwann auf, so. Ja. Ich bin auch dort, weil ich es immer noch witzig finde, da mit Leuten zu diskutieren irgendwie und die zu ärgern, wenn die mich zuerst ärgern und so. Und aber es ist halt, es geht eher in den Bach unter. Du wirst jetzt, also da wird kein neuer dazukommen, du wirst jetzt mit dieser Generation da altern und wenn ihr dann sterbt, dann ist Facebook vorbei. Kann sein. Außer sie finden nochmal einen Weg, wie mit diesem Metaverse Leute zu catchen damit. Nee, ich hoffe nicht und ich sage nicht, weil das ist alles so scheiße gewesen und auch so scheiße präsentiert. Bitte nicht. Aber selbst wenn... Auch die Seite an sich, ey, die ist einfach, da ist so viel unnötiger Scheiß mit den ganzen, echt, boah, wenn ich da irgendwie einmal im Monat drauf gucke, ist so schlimm alles.
Ich fand das ja ursprünglich eigentlich ganz geil, wenn du halt wirklich die Leute, die du kennst und dann halt, was die so im Alltag erleben, fand ich eigentlich gut. Mhm. Weil ich habe auch gesagt, dass da so Klarnamen sind, in der Regel ist es auch ein Vorteil gegenüber sowas wie Instagram oder so, dass du da halt wirklich stalken kannst. Wie halt SchülerVZ auch war so, weißt du, das ist irgendwie das, aber das ist ja jetzt nur noch irgendwie irgendwelche Artikel und irgendwelche Drecksvideos und so, das hat ja das komplett verloren. Gesponserte Beiträge und geklaute Videos irgendwie, die geteilt werden. Alles ja, das Dreck. Ist richtig. Also, wobei ja auch Instagram auch immer noch zu Meta gehört. Also, ich glaube, ja, es wäre nicht das Riesending, wenn jetzt irgendwann Facebook einbrechen würde, weil die immer noch Instagram haben, was auch noch genug abwirft. Ja. Und was mich echt gewundert hat, dass Snapchat im Aufwind ist, hat irgendwie von 206 auf 216 Millionen Nutzer jetzt in kurzer Zeit oder so. Das hat mich gewundert. Ich dachte, Snapchat ist komplett irgendwie hinfällig geworden durch TikTok und so einen Scheiß. Ach, ich kenne das aus der queeren Szene, dass es halt zum Dickpics-Austauschen genutzt wird. Okay, na gut. Das ist ja voll im Kommen immer noch. Also das wird genutzt und dann, ich kenne es von Grindr, dass dann Leute schreiben, ja, Bock auf Bildertausch, hier ist mein Snapchat und so. Schreib mich an, schick mir deinen Penis. Cool. Läuft dort so, ja. Na gut. Deswegen kenne ich Snapchat als was sehr Schönes. Integriertes. Ach so. Also ich nutze sehr wenig Snapchat. Apropos integriert, wollen wir vielleicht mal anfangen, das Christentum aus uns raus zu integrieren? Was heißt denn das dann? Autikrieren? Bin ich dumm? Exmatrikulieren? Echt? Nee, eigentlich nicht. Was ist denn das Gegenteil von integrieren? Exkludieren. Exkludieren? Inkludieren, exkludieren. Ja. Integration. Migration. Weiß ich nicht. Ja, denn das Christentum ist irgendwie, also Amerika, ich weiß ja, Amerika. Guck, du hast Wrestling, ich habe Amerika. Aber Amerika, das macht irgendwie gerade 5 Schritte zurück in, warte, Oklahoma müsste es gewesen sein. Genau, ein Oklahoma-Bill ist jetzt proposed worden. Also Bill Gates. Genau der. Ja. Also ein neuer Gesetzesentwurf, ja, steht im Raum. Der ist Lehrern verbietet, irgendetwas zu lehren, was nicht mit der Religion kompatibel ist. Und da fragen natürlich Leute süffisant auch direkt, ja, welche Religion denn? Also wenn jetzt irgendwie Scharia-Law irgendwie, dann wäre es vielleicht okay. Sweet. Ja, sweet. Und dann kann, wenn ein Lehrer irgendwas sagt, zum Beispiel, ey, Adam und Eva ist Quatsch, ja, dann kann der pro Individuum für $10.000 verklagt werden und der darf dann auch keinerlei Unterstützung dafür von irgendjemandem. Also, ich darf da nicht eine GoFundMe-Kampagne machen. Hier, ich habe den Kindern erzählt, es gibt Evolution. Jetzt muss ich hier 30 Eltern habe ich vor den Kopf gestoßen. Muss ich 300.000 Euro Strafe zahlen? Gib mir mal Geld, darf er nicht nehmen. Das klingt schon hart diktatorisch. Also, das weiß nicht, wenn du dich nicht. Also, ist noch nicht in Kraft getreten, ne? Aber in Oklahoma liegt das gerade auf dem Tisch quasi. Ist nicht auch so ein republikaner Staat? Kann gut sein, weiß ich jetzt gerade nicht, aber. Also kann natürlich sein, dass es nie passiert, weil das irgendwie gegen die Constitution ist, gegen die Verfassung. Aber also alleine, dass das überhaupt da irgendwie diskutiert wird, ist so. Aber du musst auch nochmal gegenteilig, dass man eher alles machen durfte. Das heißt, ob jetzt der Lehrer da vorne spricht von Kreationismus oder ob der jetzt sagt irgendwie. Nein, das ist ja der Druckschluss immer. Das ist ja immer, die Rechten sagen immer, ey, wir wollen hier das nicht hier alles so geregelt haben, aber die wollen am meisten alles geregelt haben. Das ist der Talking Point in republikanischem Amerika. Stop the regulation, auch vom Markt und so, weißt du, immer alles ganz offen, keine Regulierung, inwiefern irgendwas sauber sein soll oder heißt Hygienebedingungen, alles weg, nicht regulieren, weil das macht den Markt kaputt. Und dann aber so eine Scheiße. Das ist doch das, was man schon seit Jahrzehnten auch in diesen konservativen und rechten Bereichen sieht. Die schreien nach Freiheit, aber wollen die ja am meisten einschränken. Und wollen nur, das um alles nur das einschränken, was sie selber nicht geil finden. Ja, genau. Also es geht immer um, ja, jeder soll so sprechen dürfen, wie er will, aber wollen Gendern verbieten zum Beispiel. Mhm. Anstatt zu sagen, okay, wenn ihr wollt, macht's doch, ich mach's nicht. Das wäre doch eigentlich konservativ, das wäre doch eigentlich liberal und offen und so. Weiß ich nicht, das ist immer so widersprüchlich. Und das wäre richtig eklig, wenn das passieren würde. Ja, das an sich ist ja, wie gesagt, noch nicht in Kraft getreten, wenn es nicht in Kombination mit einer anderen Sache diese Woche gewesen wäre, nämlich in, das war aber nicht in Oklahoma, das war, fuck, Moment, ich glaube, ich habe es gar nicht aufgeschrieben. Egal, in irgendeinem anderen Scheißnest,
in so einem anderen amerikanischen Shithole. Da wurden Bücher verbrannt. Und zwar das nicht zu knapp. Unter anderem Twilight und Harry Potter. Und auch das wurden von Christen ausgeführt. Es gab doch schon häufig solche Verbrennungen von Harry Potter Büchern. Ja? Ja. Es war nicht nur das, das war halt unter anderem. Also es war ein riesen Scheiterhaufen. Und Bücher verbrennen ist ja allgemein immer sehr, sehr gut. Zeugt von einer sehr gesunden Gesellschaft. Kann man jetzt hier nicht mehr machen in Deutschland. Ich hatte mal die Idee als satirische Aktion, dass man den Duden verbrennt. Also deutsche Sprache vernichten und so, aber eben irgendwie Deutsche kaufen nicht den Duden. So ein bisschen, um darauf einzugehen, dass halt Rechtschreibreform und so weiter irgendwie, dass viele Rechtsgesinnte auch Rechtschreibung nicht richtig beherrschen, deswegen alle sollen schreiben und reden, wie sie wollen. Und wollte halt das machen. Und da meinte dann unser Justiziar von der Partei, das kann man nicht machen. Duden verbrennen. Sehe ich auch irgendwie ein, So ein ist Schisser, auch Alter. scheiße. Es wäre eine sehr radikale Aktion gewesen und ich hätte es auch nicht gemacht, aber jetzt weiß ich ja, dass es halt nicht richtig ist. Ja, also, keine Ahnung. Also, ich finde das nicht so schlimm. Ja, weil es, ja, es ist schwierig. Ich dachte auch damals auch so blauäugig, ja, es ist ja eine Satire und nicht ernst gemeint und Duden verbrennen ist jetzt nicht wie jetzt irgendwie ein jüdisches, muslimisches, Ja, christliches eben Buch gerade, weil es verbrennen. halt irgendwie so ein Sachbuch, naja, gut, Sachbuch, ja, okay, ist jetzt auch schon, der Aber es ist ja Kontext so ist halt voll absurd. relevant. Also wenn ein Lehrer irgendwie jetzt Sachbücher verbrennt, ist halt auch irgendwie schwierig, aber. Es ist ja so absurd, den Duden zu verbrennen, weißt du? Es führt echt ab absurdum so. Und deswegen dachte ich, es wäre okay, aber ist es halt nicht. Und das sehe ich auch irgendwie ein. Ich dachte einfach, weil ändere einen Buchstaben und es wird schwierig. Ja. Kennst du auch Rudy Giulianis? Na klar kenne ich Woody Giulianis. Wer ist das denn Ich schon dachte, das wieder? ist auch so ein republikanischer Fan hier. Hä? Rudy Giuliani? Die steht. Was hast du? Ach, wegen den. Ach. Woody Giulianis, Die Alter. haben den Namen gebeugt, okay, wegen nach Rudy Giulianis Auftritt. Okay, habe ich jetzt So. nicht richtig gelesen. Aber jedenfalls der. Ich hatte den Namen noch nie. Woody. Ich hatte noch nie gehört und nur gelesen. Also von dir vielleicht mal. Und der war bei The Masked Singer in den USA, ist aufgetreten. Echt? Ja, ist. Ach du Scheiße, Und da ist müssen das. wohl 2 Juroren aufgestanden und gegangen sein, aus Protest vor dem. Ja. Der ist halt Trump-Supporter und Ja, das ist sein Anwalt, gewesen. also. Ja, also, das ist, ja, fand ich eine funny Meldung irgendwie, dass der sich da hinstellt Hä, und da aber singt. kann der singen, ja? Weiß ich nicht, ich habe nur gelesen, dass er da mitgemacht hat. Jetzt bin ich intrigued, mir das anzuhören. Ich kann es mal. Aber was ist denn er denn für, also was ist das denn für ein komischer Mensch, ey? Ist nicht auch dessen Ja, Haarfarbe runtergetropft ist? genau, und der aus Versehen nicht das Hotel Four Seasons gebucht hat, sondern ein Bestattungsunternehmen. Nee, Garten, daneben war ein Bestattungsunternehmen. Masked Singer. Guck mal, ihn noch singen hörten, den Video. Ganz, ganz komisch. Ja, erstmal Werbung. Der Woody Giuliani, Alter. Ja, Bester Mann. ich hätte den Namen sehr deutsch ausgesprochen, weil ich nicht wusste, wie man ihn auf Englisch ausspricht. Ja, ist okay. Ja, wenn wir ganz kurz bei den Gesocks da sind, Ja, können klar, Etro weiter, ich such das derweil. wir. Ja, wenn wir gerade eh da in diesen Gefilden sind, können ja ausnahmsweise mal den Trump wieder rausholen, ja? Ja. Unsere kleine Trumpfkarte, wenn sonst nichts geht. Der hat nämlich wieder mal sich zwei Schnitzer geleistet, die ich sehr bedenklich finde. Und ich sage ja, dass die Wahrscheinlichkeit echt hoch ist, dass der 2024 wiederkommt. Also können wir uns schon mal mit dem Gedanken anfreunden. Der hat die Idee gefloatet, dass er doch, wenn er wieder ins Amt kommt, die ganzen Leute begnadigt, die halt diesen Aufruhr gemacht haben vor einem Jahr. Und dann hat er gesagt, dass er hat die Meute angehalten, ihn doch zurückzubringen in dieses schöne, schöne Haus, das zufällig weiß ist. Das ist schon eine interessante Formulierung. Es ist halt so Dog Whistling mit einer Trompete. Ich finde es leider Bringt mich krass zurück in dieses wunderschöne, schöne Haus. That happens to be white. nicht. Ich finde es gerade nicht das Ihr Video. wollt doch nicht noch einen Obama. Ja, also ich habe ein bisschen das Gefühl, er hat so seinen politischen Instinkt verloren, weil der jetzt fast nur noch diese ganz extremen Leute irgendwie anspricht und nicht mehr so das einfache Volk, sag ich mal. Deswegen vielleicht, ne, haben da doch nicht so viele Bock drauf, aber der, also. Besser als Biden oder was da sonst noch so gerade angeboten wird. Kamala Harris, die Vizefrau, also die will alle, keiner will die haben. So.
Und da hat Trump immer noch die besten Chancen. Weil sie halt schwarz und Frau ist. Das wollen die halt nicht. Ja, die hat aber auch so irgendwie kein Profil. Und guck mal, die ist auch so eine ACAB-Dings hier. Der hat auch, die war irgendwie Polizistin und so eine Ermittlerin und irgendwie Anwält. Die hat auf jeden Fall viel Scheiß gemacht. Sie hat irgendwie auch ihre Macht missbraucht, da irgendwas war da. Keine Ahnung, frag mich nicht mit den Trivias. Ja, das haben sie echt alle gemacht. Also ich weiß nicht, man findet, glaube ich, bei jedem, gerade auch in den USA, irgendwie Leichen im Keller von den Leuten, die da antreten wollen. Ja. Es ist schwierig. Man kann keinen so richtig verteidigen. Man kann auch nicht, also es fällt mir auch schwer zu sagen, dass Biden jetzt irgendwie ein guter Präsident ist, weil, weiß ich nicht, da auch schon viel, viel schief gelaufen ist. Und man kann, und es ist bei vielen Sachen was dran, wenn Leute irgendwie, wenn Trump-Anhänger sagen, Biden ist auch nicht viel besser und er hat ja auch das und das gemacht. Ja, stimmt halt so. Man kann es nicht verteidigen so richtig. Ja, habe ich viel zufällig mitbekommen, was in Kanada so genau abging. Ich habe das nur so am Rand mitbekommen. Da ist irgendwie gerade die Mutter aller Corona-Proteste in Ottawa ausgebrochen. So Trucker-Dings. Da ist unter anderem auch so ein Artist von Magic the Gathering ist da auch hin, deswegen wird er gerade so ein bisschen weggecancelt. Kannst ruhig Dion sagen. Genau, der ist da halt hin und hat sich diesen, unter anderem auch Leute, die halt Hakenkreuz waren, schwenken und so angeschlossen. Mhm. Ist halt wieder so eine Crowd, oh, die ist so bunt durchmischt, da ist von jedem was dabei. Neonazis, Altnazis. Aber du läufst halt auch mit so Reichsflaggen und so darum. Ja. Ist echt weird, Alter. Gut, Kanada noch mal was anderes, aber in Amerika, also in den USA passiert das ja auch. Mhm. Und also deren Eltern und Großeltern haben wahrscheinlich echte Nazis getötet und die ballern dann mit Nazi-Flaggen rum. Ganz komisch. Ja, man rafft's nicht. Ja, ja. Nicht mitbekommen. Also in Ottawa, da fahren die irgendwie mit ihren Trucks wild durch die Stadt. Das ist wie so eine besetzte Stadt. Und gab's ein paar Szenen, die ich gesehen habe, wie dann die Leute sich wehren und dann lustige Schilder hochhalten oder Wasserbomben werfen und so. Also es ist da so ein bisschen Ausnahmezustand. Und mittendrin Trudeau, ja, der jetzt auch Corona-positiv ist. Es kommt in den besten Familien vor. Ja. Da muss sich jetzt keiner für schämen, von dem ich weiß, dass er diesen Podcast jetzt gerade hört, dass er sich die Seuche weggeholt hat. Das wird jeden mal erwischen. Ich habe sogar jetzt gelesen, dass Ernst Drosten empfiehlt, oder er gesagt hat, dass man den besten Schutz hat, dreimal geimpft und auch genesen ist. Dass man dann den besten Schutz hat. Ist ja an sich logisch so. Aber ja. Und es wird, glaube ich, auch jeden mal treffen. Vielleicht hatten wir es ja längst. Ja. Und hatten keinen Verlauf. Who knows? Aber Dänemark hat ja jetzt gesagt, das ist keine Gefahr mehr für die Gesellschaft und löst alles auf. Was halten wir davon? Dänemark hat, glaube ich, innerhalb von Europa gerade die höchsten Zahlen, irgendwie 5500er Inzidenz oder so. Ist schon solide. Ja, ich weiß nicht. Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, dass es jetzt schon so schnell gehen soll. Weil ich habe auch so schnell, jetzt sagt, ich weiß nicht, ich habe mich da jetzt so dran gewöhnt, nach 2,5 Jahren hier so. Aber nicht bei den Zahlen. Also ich meine, ich bin wie gesagt kein Experte, aber man sieht ja immer noch diese steigenden Zahlen, dass es immer mehr wird. Und es sterben ja auch immer noch Menschen dran so und es gibt Long-Covid. Dass man halt trotz der Inzidenzen einfach sagt, wir machen alles wieder auf, finde ich persönlich nicht richtig. Na gut. Finden wir das noch also nicht richtig, sagst aber ich, du. Aber ich denke mal, dass wir jetzt Ende des Jahres schon näher dran sein werden am Brexit, würde ich sagen, am Corona-Sit, als wir es jetzt sind. Ja, den Brexit könnte man auch noch mal ein bisschen intensiver machen. Einfach irgendwie den Graben größer machen, hier diesen Channel da zwischen Frankreich und Dings. Oder wir schieben die Insel einfach noch ein bisschen weiter weg. Ich denke, das wird sich schon immer wieder geben, aber nicht jetzt. Es wird nochmal eine fette Welle geben. Wir sind ja auch gerade mittendrin. Apropos fette Welle. Diese Wale, die da hier in Island immer gejagt werden, die werden jetzt 2024 nicht mehr gejagt. Da gibt es mehr fette Wellen. Du weißt nicht, die sind dumm. Diese fetten Viecher kann man doch so gut abschlachten. Ja. Wird jetzt einfach nicht mehr gemacht. Muss doch nicht mehr gut zielen können, weil die ja so groß sind. Langweiler, ey. Ja. Die wissen einfach nicht, was Spaß ist. Ja, das ist so eine uplifting News, nochmal ganz am Ende reingezwirbelt. Hast du irgendwas ganz Wichtiges? Haben wir Wrestling, weil wir doch gar nicht über die AfD geredet, sag mal, Gino. AfD? Was ist denn da los? Nee, ist gerade nicht viel passiert, glaube ich, was ich erzählen könnte. Das ist aber ein Jammer. Also man könnte erzählen, dass der Typ, den die AfD aufgestellt hat von der CDU, diesen Otte. Dass er Geld gegeben hat. Ja, es kam raus, dass er 30.000 Euro gespendet hatte. Da habe ich mir auch gedacht, 30.000 für eine Partei ist übelst wenig.
Naja, mehr hat sie vielleicht nicht. Tja, also irgendwie. Mehr habe ich gerade nicht. Ich habe das auch gesehen, er dachte echt 30.000. Als sie es nicht mitbekommen haben, es gab bei diesem CDUler von der Werteunion, der wurde von der AfD als Bundespräsidentkandidat aufgestellt, so, und es war schon ein riesiger Shitstorm und Skandal. Jetzt kam auch noch raus, dass dieser Politiker der AfD vor einiger Zeit 30.000 Euro gespendet hat. Und es ist halt wieder ein Fall von Korruption vielleicht und so. Das glaube ich nicht. Und dann schreiben es alle auch bei Facebook übrigens in den Kommentarspalten. Das machen doch alle Parteien so, alles noch bestechlich und korrupt. Da schreibe ich immer drunter, ja, aber die AfD wollte doch anders sein. Die wollten eben alternativ sein, aber machen nichts anderes, als was der Rest macht. So. Ja, also ist ja auch kein Argument. Nee. Ey, da draußen, die schlachten, die überfahren doch alle Kinder, da kann ich das jetzt auch machen. Bei GTA 6 zum Beispiel, ja. Ja, bei GTA ist was anderes, das ist so. Rechtsfreier Raum. Ach. Das ist ja das Geile daran. Ja, das stimmt. Noch, aber es kann sein, dass wenn dann Kinder befahren werden dürfen, dass sie dann sagen... Dann kommt durchs Fenster gesprungen die SWAT-Einheit und sagt, hier, sie haben gerade digitalen Genozid. Ja, aber vor der Veröffentlichung meine ich, wenn die sagen, jetzt wollen wir GTA 6 veröffentlichen in Europa, in Deutschland, in der EU, keine Ahnung, dass sie einschreiten und sagen, nee, mach mal das mit den Kindern raus. So. Vielleicht dürfen sie es in den USA machen, aber hier vielleicht nicht. Pass auf, Loophole. Zwerge. Ohne Bärte. Einfach erwachsene Halbwüchsige ins Spiel. Okay. Das ist doch genial. Kann ich mich drauf einigen, ja. Ja. Menschen mit Behinderung gerne auch im Rollstuhl. Man sagt einfach, das sind keine Kinder. Das sind Zwerge. Das sind halt Zwerge. Hm? Doch, da gehe ich mit. So. Und dann, here we go. Da gibt es dann solche Zwergenschulen und so, wo die dann sind und... Ja, wo wir dann Zwergen, Amoklauf, ja... Da gehe ich eher mit bei GTA 6, mit Zwergen. Mit Spitzhacke. Und Schneewittchen. Hm. Finde ich gut. Du kannst Schneewittchen spielen, hast dann so, kannst zwischen den 7 Zwergen hin und her switchen. Ja. Dann mit denen spielen. Eine Märchen-Edition. Finde ich gut. Was geben wir denn dieser Woche, Tino? Ich finde es gerade, also ich finde diesen Polizistenmord schon relativ heftig. Aber sonst... Das ist ein Doppelmord. Johnny Knoxville war bei WWE. Der ist bei Royal Rumble. Doch nochmal Wrestling. Ist bei Royal Rumble aufgetreten. Der hat irgendwie gesagt, seine schlimmsten Verletzungen oder so. Die machen gerade Promotour wegen Jackass. Genau. Der ist aufgetreten. Also bei den Barracks oder so. Also so ein Skate-Channel war der, glaube ich, dabei und hat gesagt: Hier, guck mal, ich habe übrigens hier eine Narbe. Der Arme. Mhm. Es gibt ja dieses Royal Rumble, wo ja alle irgendwie 30 Mann im Ring sind und sich rausschmeißen müssen. Und da kam ihm auch Johnny Knoxville dazu und er wurde auch dann rausgeworfen. Und es war eine witzige Aktion. Ich habe eine Idee. Pass auf, ich pitche das. Wrestling, kennst du? Kenn ich. In dem Ring 4 Wrestler und ein Tiger. Und man nennt es Siegfried Royal Rumble. Ja, finde ich gut. Der Verlierer ist Roy quasi. Der Verlierer ist der als letztes, als erstes gefressen wird. Ja, ja, ja. Wenn du einen Tiger so abrichten kannst, warum nicht? Ja. Würde ich mal angucken. Ja, Johnny Knoxville. Wann kommt denn das hier? Ist das für das für dich, für Jackass was? Zusammen Anguck-Event im Kino? Oder ja, so? Also Mila ist auch ein Fan davon, deswegen werde ich mal davon ausgehen, dass ich da mit reinkomme. Ja, da müssen wir mal eine schöne Corona-Party organisieren. Ja, voll gerne. Geil. Ja, es ist nicht viel passiert. Ich habe noch gelesen, dass der IS-Anführer gestorben ist bei einem US-Angriff in Syrien. Ja, der ist jetzt nicht mehr, der war jetzt. Der war jetzt, ja. Mhm. Eine 3, 4, sowas? Ja, das ist schon, ne? Also, na, ich würde zur Not noch auf die 5 gehen, weil ich meine, 2 Polizisten sind gestorben. Aber ja, du sagst natürlich, es sind auch nur Polizisten. Es sind auch nur Menschen, weißt du? Menschen sterben jeden Tag. Ja. Deswegen, nee, es ist schlimm. Jetzt müssen wir für euch jetzt nochmal einordnen, wenn Leute sterben, das ist nicht gut. Ist immer schlimm. Und wenn die gewaltsam aus dem Leben gerissen werden, ist noch ein bisschen weniger gut. Ja, ist immer schlimm, wenn Menschen sterben müssen. Ja. Ja, 5, okay. Wegen Royal Rumble war das gewesen ist. Und wegen Brock Lesnar gewonnen hat, das ist so dumm. Das macht gar keinen Sinn. Du kennst ja noch das Konzept, ne? Dass der Royal Rumble-Sieger gegen den Champion antreten darf. Mhm, klar. Und an dem Abend war Brock Lesnar noch Champion. Er hat im Match vorher seinen Champion verloren. Und es wird ja immer erzählt, dass die Wrestler Nummern ziehen und dann dieses Royal Rumble reinkommen nach der Reihe nach, weißt du? Das ist alles fake. Ja, aber deswegen ist es ja diese Sinnlosigkeit. Das ist ja wie eine Serie, die Plothole hat. So ist es bei WWE auch manchmal. Er war Champion an dem Abend. Das heißt, es macht gar keinen Sinn, dass er Royal Rumble mitmacht, weil er noch Champion war. Und die ja gegen ihn antreten müssten, der Gewinner, weißt du? Mhm. Er hat im Match vorher seinen Titel verloren. So wenige, eine halbe Stunde vorher. War dann aber Royal Rumble vertreten. Das ergibt gar keinen Sinn. Was wäre, wenn er nicht verloren hätte?
Dann wäre ja als Das Champion ist da ja reingekommen als spontan. Nummer 30. Das dürfen die nicht. Es ist eigentlich. Das dürfen die nicht. Es geht nach Sie Nummer. haben meiner WWE ins Gesicht gelogen. Es geht nach Nummern ziehen. Es macht gar keinen Sinn. Also Brock Lesnar da gewonnen hat, hat alle übelst genervt. Das sind so Talente drin wie Shinsuke Nakamura und AJ Styles. Matt Riddle, die da gewinnen könnten. Bin ich jetzt doch gewillt, nochmal auf eine 6 zu gehen bei so einem Ja, Skandal. danke schön. Also, huff. Der WWE-Skandal, der ganz große. Ich fand's skandalös. Na gut. Ich gucke das nie wieder. Falls jemand irgendwie Protokoll führt über diese ganzen Wertungen, nein, ist trotzdem eine 5. Das war nicht ernst gemeint. Für mich schon. 5,1. 5,00006. Okay. Dankeschön. Ja, ansonsten haben wir alles gesehen, alles gesagt, alles gehört, alles gerochen in meinem Fall nicht, aber Wir haben noch 2 Minuten, glaube ich. ja. Wir haben, glaube ich, 18 angefangen oder Ja? 19. Na dann sag schnell Ich nochmal will AfD. nee, ich bin noch, ich will mich noch mal beschweren, ja. Okay. Ich hatte jetzt in 2 Monaten 3 verschiedene Energieanbieter. Ich nenne sie jetzt mal 1, 2 und 3, weil ich Ja. nicht doxen will, wo ich angemeldet bin. Ist ja auch wurscht. Jedenfalls hatte ich als erstes schon seit Jahren einen billigen Öko-Anbieter, ja. Der ist pleite gegangen, hat es mir aber erst kurz vorher gesagt. Wir brauchen jetzt übrigens einen neuen Anbieter, weil wir jetzt pleite sind. Und habe mir einen neuen geholt. Aber die haben erst so eine Karenzphase. Das heißt, du musst 10 Tage warten, bis die dich aufnehmen, ihren Vertrag. Hat also jetzt ein Hole von 10 Tagen, was ich füllen musste. Da kommt ja dann der Grundversorger mit rein, der die Nummer 2 ist. Er ist furchtbar teuer. Und ich schlage mich gerade mit 3 Verträgen rum. Gleichzeitig. Das ist ein Das ist Spaß. doch scheiße. Es klingt Warum gibt's ähnlich wie sowas? den Spaß, den ich gerade mit meinem Internet haben darf, die letzten Wochen. Warum gibt's sowas? Ja, eben. Ja, es Dumm. ist einfach nur Dreck. Ja, dann alle drei kaputt hauen. Ja. Oder ist der dritte in Ordnung dann? Der dritte ist in Ordnung, glaube ich. Aber die mussten diese Zeit abwarten von 10 Tagen, ehe ich da was machen durfte. Und es nervt mich unfassbar, dass sie erst jetzt quasi mich übernommen haben. Da musstest du jetzt kalt duschen oder war es Nee, nee, es einfach nur, war dass es alles teuer gut. war? Nee, nee, alles gut, aber ich muss gerade mit 3 Verträgen rumschlagen, so. Gleichzeitig muss da das überweisen, die schicken mir eine Rechnung und die auch noch eine und so. Es nervt unfassbar. Erwachsensein ist scheiße. Ja, ich habe auch eine gewisse Verträgheit in solchen Belangen. Das Ja. ist einfach nicht so angenehm, diese ganze Scheiße. Einfach nur dumm. Warum haben wir uns da so ein Konstrukt zusammengebaut, weißt du, wir als Gesellschaft? Warum haben wir das alles so kompliziert gemacht? Warum hängen wir nicht weiter in den Büschen rum und jagen irgendwelchen Schweinen hinterher mit Speeren? Na Ja, gut, hat das jetzt auch der Jäger nicht. da gemacht in Kusel, aber. Das, ja, okay, das auch nicht, aber man kann ja auch zivilisiert leben und anarchistisch, weißt du? Ist alles möglich. Na Machen wir aber gut. nicht. Dann machen wir das ab jetzt. Bedanken uns bei den Zuhörer, Leuten. Oh, und streckt uns, Alter. Streckbank. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön. Wir riechen uns später. Schön. See you later, Kommt Alligators. gut ins Sonntagabend rein. Ja.